Moinsen und willkommen zurück bei Spellforce 3. So, wir haben uns jetzt gut gedeckt mit Waffen. Und was der Karren? Was, der macht Schaden? Okay. Ja. Haben auch schon die Feste eigentlich so gut wie erobert. Da fehlt, glaube ich, erst noch was gelootet werden kann. Ich werde jetzt als nächstes mal hier runter zu dem Speer. Ich kann mich aber halt echt nicht entscheiden, Gut, warum nicht? wen ich den geben soll. Da ist der Speer. Bleib weg! Ich gehe nicht zurück. Nie wieder. Ich nehme mal an, dass ihr der Abtrünnige seid. Der Abtrünnige? Ich bin der Einzige, der wenigstens ein bisschen Verstand hat. Sie hat euch geschickt, richtig? Die Erzhüterin. Was meint ihr mit ein bisschen Verstand? Das wird die Eierzüterin euch anstellen. Nein, ich gehöre zu den toten Männern. Was meint ihr mit wieder ein bisschen entscheiden. Verstand? Ist das nicht offensichtlich? Diese ganze Sache ist vollkommen lächerlich. Unsere Brüder sitzen in der Feste fest. Aber Arenor weigert sich, die Hilfe der toten Männer anzunehmen. Und warum? Weil sie zu stolz ist. Sie verbirgt es hinter dem Weg der Falken und unseren Traditionen. Aber das ist Schwachsinn. Ja, die Falken sind ein rein menschlicher Orden. Aber das heißt doch nicht, dass man die Hilfe von einem Dunkelelfen annehmen kann, wenn das Schicksal Eos davon abhängt. Stattdessen bereitet sie einen idiotischen Vorstoß vor, der garantiert unser Ende bedeutet. Sie plant einen Angriff? Das wusstet ihr nicht? Ja, morgen Nacht. Es ist reiner Wahnsinn. Und ich werde nicht mein Leben einfach so davonwerfen. Lieber sterbe ich allein in der Wüste. Aber ihr werdet mich ohnehin zurückbringen, oder? Zu den Falken. Wenn ich euch zurückbringe, wird die Erzhüterin euch dann töten lassen? Ich weiß es nicht. Ich bin ein Abtrünniger. Also ist es ihr gutes Recht, das zu tun, oder? Vielleicht wirft sie mich für einen Monat in den Kerker. Dennoch, bitte, zwingt mich nicht dazu, zurückzugehen. Bitte. Nein, ich gehöre zu den toten Männern. Sie wollen, dass ich euch zu ihrem Lager schaffe. Sie... Was? Katras, ihr Anführer, möchte euch aufnehmen. Sie wollen eure Hilfe bei ihrem Angriff auf die Feste. Ich kommandiere eine Armee und werde euch helfen. Das ist erfreulich. Aber das ist kein Trick, oder? Kein Trick, um mich zurück zu den Falken zu locken. Wie gesagt, Katras will euch aufnehmen. Los jetzt. In Ordnung. Danke, Fremder. Ihr habt mein Leben gerettet. Lass das mir. Werdet ihr bereuen! Alter. Endlich. Gut. Er ist fast down, der Junge. Ja, da lang. Das ist noch Loot. Ich hoffe, ich habe die richtige Entscheidung getroffen, Mann. Ich weiß es nicht, ey. In Ordnung. Seid ihr euch sicher? Warte mal. Verdammte Rüstung! Will ich denn überhaupt mit denen jetzt reden hier? Oder habe ich mich dadurch automatisch entschieden? Ich weiß es nicht. Alles klar. Na, sieh mal einer an. Seid ihr der Kommandant? Bin ich. Was ist? Es gab wieder eine Sichtung dieses Phänomens. Ihr wisst schon, dass das die Untoten erweckt.
Der Blutbrand. Ja, wir bemühen uns nach allen Kräften, die Horden von der Feste in Schach zu halten. Aber wenn dieses verdammte Lied noch mehr von den Biestern weckt, können wir in ernsthafte Probleme geraten. Gut, ich werde sehen, ob ich die Neuerweckten beseitigen kann. Wo ist es passiert? In den Bergen, Richtung Südwesten. Danke und Tiaras Segen. Also irgendwo da. Nee, hier. Speichern mal ab. Ich habe jetzt schon Daran? Mal, denke ich mal, eine gute Entscheidung getroffen, dass ich ihn nicht ausgeliefert habe. Ich habe getan, worum ihr mich gebeten habt. Was? Ich weiß. Gute Arbeit. Und da ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht, schlage ich vor, ihr schickt gleich einen Speer, um eure Armee hineinzubeordern. Ich werde euch dabei helfen, einen Außenposten zu errichten. Dort besprechen wir dann alles weiter. Nee. Was für die meisten wie eine Sage oder eine Gruselgeschichte klingen mag, aber da habe ich mich ja schon entschieden. Ist für die 200 eisernen Falken von Aonirs Klinge harte Realität. Ich muss sagen, wiederum, dass. Also, das hier mit ihm war okay. In meinen Augen. Endlich. Das andere hat mir nicht so gefallen. Dass sie so gierig sind. Da drüben hin? Gut. Sicher doch. Also, ein Aase. Warte mal, hier fehlt doch einer. Klingt gut. Ja. Also, wie ist der Plan? Na schön. So, erstmal hier hoch, das alles angucken genau. Ist nichts. Gut, warum nicht? Ist das? Falkenpalisade. Ja. Verstanden. Ist auch nichts. Da oben ist noch Loot. Da ist irgendwas Rotes. Da ist noch Loot. Okay, das ist das Lager. Falkengarnison. Schwere Entscheidung, ey, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich versuche den Scheiß da. Ich hab den ja eigentlich schon alleine erobert. Eigentlich weiß ich gar nicht. Gehen wir jetzt mal zu den komischen Typen hier. Hey, was geht denn hier? Da lang? Schauen wir uns das mal an. Seid ihr der Kommandant? Bin ich. Was ist? Es gab wieder eine Sichtung dieses Phänomens. Ihr wisst schon, dass das die Untoten erweckt. Der Blutbrand. Ja, wir bemühen uns nach allen Kräften, die Horden von der Feste in Schach zu halten. Aber wenn dieses verdammte Lied noch mehr von den Biestern weckt, können wir in ernsthafte Probleme geraten. Gut, ich werde sehen, ob ich die Neuerweckten beseitigen kann. Wo ist es passiert? In den Bergen, Richtung Südwesten. Hä? Danke und Tiaras Segen. Ich raff das nicht. Schau mal, hier komme ich nicht. Nee, da komme ich nicht lang. Egal, wir haben noch eine Mission. Eine weitere. Dadurch daher bekommen. Da ist Loot. Das ist eine schlechte Idee, Tahar. Ohne Hilfe können wir diese Schlacht nicht gewinnen. Reden wir doch zuerst einmal mit den Falken oder diesen Soldaten. Der ist ja auch so eine Mumu hier, ey. Scheiß weiches Gehabe immer. Wir haben es doch gut geschafft da in der Garnison oder in der Festung. Mann, diese scheiß explodierenden Viecher, ey.
Abfüllen der Revitalisierung. Und noch ein Forschungsplan. Haben wir schon wieder einige bekommen, wa? Perfekt. Alles klar. Verstanden. So. Gehen wir es an. Boah, da haben wir aber gesehen, dass die Keule da kam da. Kein Problem. Korporal? Kinderspiel. Hä? Hat er den jetzt aus dem Nichts? Hä? Hä? Ist der doof? Flammschwert. In Ordnung. So. Winterstreithammer, fügst du die Eisschaden und so. Manchmal verstehe ich nicht, warum die blaue Ware macht's kurz. Teilweise mehr Schaden macht als die legendäre. Mhm. Daraus werde ich irgendwie nicht schlau. Da lang? Ah. So, auf sie mit Gebrüll. Verdammte Rüstung. Sicher doch. Muss man hier hinten gucken? Gut. Mhm. Ah, welcher Wunder. Rüstung. Oh, Drangschild der Erholung. Nice. Zeig mal her. Quatsch, da Waffen, da. Ach, das ist dasselbe. Oh, warte mal. Ach nee, wir haben ja was den anderen, der noch ein Schild nehmen kann. Na gut. Endlich. So, Attacke jetzt hier. Wo sind sie? Ah. Riecht ihr das? Weihrauch. Das sieht aus wie eine Art Ritualplatz. Das ist schon die komische Musik hier. Oh, schöne Musik. Wartet. Könnt ihr das hören? Das Lied. Ja. Das. Verdammt! Da sind sie. Macht sie fertig. Puff. So. Das waren alle. Aber was ist das für ein Geräusch? Ein Seppenfresser. Xaragnar, wie die Orks sie nennen. Ein was? Eine ziemlich üble Gattung Dämon, die eigentlich nur in Bargagoa auftauchen sollte. Sie sind dafür bekannt, ganze Sippen von Orks auszulöschen. Daher der Name. Dieses verdammte Lied muss ihn geweckt haben. Scheiße. Das ist wirklich schlecht, haha. Wenn wir ihn nicht beruhigen, wird er unsere Armee in Stücke reißen. Können wir ihn nicht töten? Wir können es versuchen. Aber das wird höchstwahrscheinlich mit unseren Innereien in seinem Magen enden. Oh oh. Nein, es muss... Moment. Ja, natürlich. Ein Opfer. Opfer? Ja, der Sippenfresser kann in den Schlaf zurückversetzt werden, wenn wir ihm ein Blutopfer darbieten. Einen Soldaten oder dergleichen. Ich weiß, das schmeckt euch nicht. Aber wenn wir nichts tun, haben wir bald ein gewaltiges Problem. Weiter. Aber das ist doch ein Scherz, oder?
Erzähl mir nicht, dass du das ernsthaft in Erwägung ziehst, Taha. Wie soll das mit den Opfern funktionieren? Moment. Ihr wollt, dass ich einen Soldaten opfere? Wie soll das überhaupt gehen? Schickt ihn in den Beschwörungskreis. Der Dämon kümmert sich um den Rest. Und so makaber das auch klingen mag, es ist möglich, dass der Dämon es uns am Ende sogar dankt. Los, Taha. Entscheidet euch. Uns rennt die Zeit davon. Nee. Das könnt ihr vergessen. Ich werde keinen meiner Soldaten diesem Biest zum Fraß vorwerfen. Wir verschwinden. Oder wir bekämpfen es. Ganz der rechtschaffene Recke, was? Na gut. Aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Puh. Okay. Also schon mal auf der Lauer liegen. Aha. Ne, ja. Ist ja auch Nahkämpfer hier. 3 Minuten. Ich werde hier keine meiner Leute. Ich habe gar keine Leute. Was soll ich denn da jetzt bitteschön opfern? Ich glaube, ich mache einen Cut, bis es soweit ist. Also bis gleich. So, nur noch ein paar Sekunden. Jawohl. So, stelle ich mal so hin. Ihr drei dahin. Oh, da ist er. Tiaras Atem. Dieses Ding ist gigantisch. Tötet es! Ah, naja, komm. Das sieht aber machbar aus. Oh Mann. Okay, 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 okay. Warte mal, komm mal raus, da komm mal raus, da komm mal raus, da komm mal raus, da. Schitte, 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 schitte. Ah, raus da. Wir sind gegen Feuermoon. Unser Glück. Da juckt uns das nicht. Alter. Nein, 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 nein. Ihr bleibt hier. Scheiße, sollst hier bleiben. Dieser blöde verkackte Zwerg, Alter. Bäm! 500 Erfahrungspunkte. Meins, zum Glück waren wir 100% feuerresistent. Was kriegst du als Belohnung? Phoenix-Fragment. Nö, ist immer noch da? Macht's kurz. Ja. Tja, also ich sag mal. Da drüben hin? Gut. Phoenix-Fragment. Gucken wir mal eins kurz. Es scheint wieder was Neues zu sein. Okay. Gut, hätte ich, wie gesagt, die Männer gehabt, ich hätte sie nicht geopfert. Ich hätte den Angriff gesucht. Kein Problem. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie lange geht denn die Folge jetzt hier schon? Die geht 16. Die fängt bei 5 an, also bis um 10. Okay, 10 nach. Gut. So, sicher jetzt doch. Gehen wir hier weiter, alle Kunden. Gut, warum nicht? Wir haben uns noch bis jetzt für keine Seite entschieden. Versucht hat, echt mal alleine zu machen. Ich hasse Entscheidung treffen in so einer Hinsicht. Da lang?
Ich bin halt immer eher der Spieler, der versucht, immer so großmütig und alles zu machen. In solchen Spielen. Und hier ist gar nichts, dann gehen wir hier rüber. Oder halt erstmal hier rüber. Da ist noch ein Stein. Schauen wir uns das mal an. So. Den haben wir. Ja, und jetzt hier noch mit Basenbau und sowas. Ich weiß nicht, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Da können wir echt hochlaufen. Krass. Klingt gut. Kann man da hin? Na schön. Da ist nichts. Nee. Haben auf jeden Fall schon echt eine heftige Gruppe, Mann. Ich überlege, was wir jetzt schon alles an Gegner gelegt haben. Oh, an Gegner gelegt haben. Stab, bla bla. Alles klar. Seid ihr euch sicher? Jo. Was ist das hier? Endlich. Warte mal, wir laufen erstmal nach links. Hm. Das ist bloß eine Eisenmine hier. In Ordnung. Mehr Gekämpfe? Nimmt das denn nie ein Ende? Und Tote! Schon schief gehen. Ja, die Kleinen sind kein Problem mehr für uns. Interessant. Paule Bögen hier wieder. Das ist alles Geld. Machen können draus. Da kommen wir nicht hin, okay. Gut. Das haben wir schon erkundet. Sicher doch. Also gehen wir noch. Ist hier auch noch was zu erkunden? Hier noch ein Fleck. Aber ob da jetzt direkt genau unbedingt noch Monster warten, das bezweifle ich. Was ist da? So. Oh, da ist tatsächlich noch was. Aber nichts Besonderes. Na schön. So, haben wir das auch. Sicher doch. Dann marschieren wir jetzt. Warte mal. Dahin. Genau. Wir haben alles geschafft hier. Ich sehe jetzt ein bisschen nichts mehr. Und das ohne Basenbau. Ich werde erstmal die Sache jetzt da oben clearen, gucken wir. Hier müssten eigentlich auch so Daten sein. Die da gefangen. Ach, das sind bestimmt die hier alle, wa? Okay. Naja, gut. Dann sind wir wohl zu spät gekommen.
Ich speichere mal ab, wer weiß, was hier noch passiert. Endlich. Na, sieh mal einer an. Ey, ich wollte du. Nein, das kann nicht sein. Sie sind alle tot. Ach, wirklich? Darauf wäre ich ja gar nicht von alleine gekommen. Ich... Sieht aus, als hätte ich den ganzen Spaß verpasst. Gute Arbeit, Erzhüterin. Ist ja nicht so, dass ich euch nicht gewarnt hätte, dass genau das passieren würde. Verdammter Abschaum, ihr! Könnt ihr mal für einen Moment den Mund halten? Das hier ist eure Schuld, Erzhüterin. Hättet ihr euch nicht geweigert, mit den toten Männern gemeinsame Sache zu machen, wären sie noch am Leben. Wie könnt ihr es wagen? Erzhüterin, vergebt mir, aber sie haben recht. Falls überhaupt, sollten wir dankbar sein. Wir... Was war das? Die Fialdark. Die Untoten, sie müssen das Siegel zerstört haben. Erzhüterin, vergebt mir. Aber ich muss das Ritual ausführen. Was? Nein, ihr... Sie werden versuchen, mich aufzuhalten. Verteidigt mich, solange ihr könnt. Seid ihr taub. Hört auf damit. Sofort. Das ist ein Befehl. Scheiße. Da kommen sie. Ich habe getan, worum ihr mich gebeten habt. Ich weiß. Gute Arbeit. Und da ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht, schlage ich vor, ihr schickt gleich einen Speer, um eure Armee hineinzubeordern. Ich werde euch dabei helfen, einen Außenposten zu errichten. Dort besprechen wir dann alles Weitere. Ich will das doch ja nicht. Also nochmal Neustart. Die Fialdark, was für die meisten wie eine Sage oder eine Gruselgeschichte klingen mag, ist für die 200 eisernen Falken von Aoniers Klinge harte Realität. So ein Mist. Verstanden. Ich will die ganze Sache neutral beenden. Schauen wir uns das mal an. Jetzt geht das wieder los. Oh. Ach, cool. Mit Leertaste kann ich das vorspulen. Was? Scheiße. Da komm. Okay, also. Von wo kommen sie? Von da drinnen oder was? Bogenschützen dahin, du dahin, du dahin. Zwerg hier hinten. 1700, 4100. Immun gegen Betäubung, kann nicht betäubt werden. Ja, warte mal hier. Jetzt mal doch sterben. So. Also dann, wo bleibt ihr? Hopp, hopp. Worum geht's? Ah, da sind sie. Was? Ich glaube, das ist mal ein bisschen weiter raus. Nein, sie kommen nicht hinterher. Was ist das hier? Totenmann Moloch. Ah, wir kriegen Verstärkung. Orks. Ah, okay, cool. Ui, sind wir schon hart angeschlagen hier. Da ist ein Loot-Säckchen. Das sieht aber nicht gesund aus. Fräulein. Einige, du. Die hängen da irgendwie rum.
Wir müssen die Einheiten weiter rauslocken, die Gegner. Da kommen noch mehr! Beschützt Kiroi! Alter! Wer ist das denn? Oh, Junge! Alle ruft da. Ey, shit, da ist einer. Down. Wer denn? Wo denn? Schweig. Warte mal, zack, 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 zack. Aber er ist ja schon fast am Sterben. Bei ihr geht's hier gar nicht gut, Alter. Und er hängt hinten wieder fest. Alles klar. Gleich fällt sie wieder. Ne, Spreng gehabt. Ha! Down! Na toll. Jetzt ist er tot. Und nur wegen ihr. Was gibt's denn für schönen Loot hier? 20 dämonische das ist alles, Alter. Dann wollen wir doch mal sehen. Böses Schwert. Korporal? Hast du toll gemacht. Habe sie getötet. Das Ritual, das er ausgeführt hat. Was war das? Ein Opfer. Er wusste, dass keine Zeit mehr war, das Grab von Hand zu verschließen. Also hat er beschlossen zu handeln. Er war pflichtbewusst bis zum Ende. Was ist mit den Fial Dark? Sind wir sicher? Solange die Feste steht, ja. Die Welt ist sicher. Und wie immer sind wir es, die den Preis dafür bezahlen. Ja, wohl eher dein Kumpel, nicht du. Und? Werdet ihr in der Lage sein, die Feste zu halten? Ja, die Untoten haben uns überrannt, weil wir nicht mit ihnen gerechnet hatten. Solange wir die Tore geschlossen halten, sollten wir keine weiteren Schwierigkeiten mit ihnen haben. Also, was ist mit dem Stein? Wir brauchen ihn nach wie vor. Natürlich. Ihr werdet euren Stein bekommen. Hier! Ist er das? Ja, ich denke schon. Woher habt ihr ihn? Aus unserer Schatzkammer. Er war in der Feste, seit unser Orden gegründet wurde. Wir wussten nie, was es mit ihm auf sich hatte und vermuteten, dass es sich um ein hybernisches Artefakt handelte. Offensichtlich lagen wir falsch. Hier, nehmt ihn. Danke. Ihr dankt mir? Es sollte wohl eher andersrum sein. Wärt ihr nicht gewesen, hätten die Untoten die Fial Dark befreit. Und dann wäre der Blutbrand unser geringstes Problem gewesen. Und nun stehe ich hier, tief in eurer Schuld. Und kenne noch nicht einmal euren Namen. Na komm. Na, ich spreche mal ab. Taha. Und ja, wie Isamu Taha. Dann seid ihr... Ah, ich verstehe. Nun, Aoniers Klinge war nie groß von der Rebellion eures Vaters betroffen. Aber es scheint, als kämt ihr nicht nach ihm. Das ist gut. Wie dem auch sei. Ich wünsche euch eine gute Reise und viel Glück. Ebenso. Kommandant Katras,
Ich glaube, wir sollten reden. Und ja, ihr werdet euren Helm bekommen. Was? Hm? Helm? Ich will meinen... Na, sieh mal einer. Ich will den Helm. Hier ist noch was zum Looten. Winterdolch, toll. Belohnung. Ui. Ui. Hab ich schon. Fuchses, Rundschild des Kollektiven, bla bla bla. Überlegene Schale der körperlichen Tüchtigkeit. 25 wenn ich im Kampf, 22 vermindert, Immunität gegen kritische Treffer, Immunität gegen Unterbrechung. Alter. Das ist ja ein Helm für uns, wie ihr macht, ey. Gut. Okay, die Folge ging Schlange noch. Wir haben es geschafft. Mehr Missionen gibt es hier, glaube ich, jetzt nicht. Das Geheimnis, den Blutbrand auf, fügt den nächsten Stein in eine Fassung. Heißt wieder zurücklatschen. Unser Hauptquartier. Okay, alles klar. Gut, dann sage ich jetzt Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.